Kolleginnen und Kollegen, eine Welle des Protestes, aber auch der Solidarität geht durch Europa. Für die Arbeit und Solidarität und gegen eine soziale Spaltung Europas. Ob hier, XY, in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Kassel, in Kehl auf der Europabrücke, Trier, Ludwigshafen, Koblenz oder Kaiserslautern und in Münster, um nur einige Orte zu nennen. Wir alle zusammen schicken unsere solidarischen Grüße und unsere Unterstützung an allen Kolleginnen und Kollegen, die heute in Madrid, Lissabon, Athen, Rom und in vielen anderen Städten Europas auf die Straße gehen. An alle, die durch die rigiden und unfairen Kürzungen oftmals auf das letzte Hemd ausgezogen werden, denen Arbeitnehmerrechte geraubt und die Unsicherheit, Verarmung und Perspektivlosigkeit getrieben werden. Die Idee eines geeinten Europas ist untrennbar verbunden mit der Vorstellung einer friedlichen und solidarischen Gemeinschaft. Aber dieses Europa ist in eine tiefe Krise, eine existenzielle Krise geraten. Rettungsschirme werden aufgespannt, Politiker hasten von einem Krisengipfel zum nächsten. Was mit der Finanz- und Wirtschaftskrise begann, hat sich zu einer Sozial- und Vertrauenskrise ausgewachsen. Aber die bisherigen Krisenrezepte helfen nicht gegen die Krise. Im Gegenteil, die Spar- und Kürzungsvorgaben der Troika für die sogenannten Krisenländer haben bisher vor allem nicht dazu geführt, dass die Zahl der Arbeitslosen in der Höhe schießt, junge Menschen auf die Straße stehen, weil sie keine Arbeit bekommen. Die Wirtschaft einbricht in Rezession oder Depression, sich in immer mehreren Ländern breit macht. Spanische, griechische Verhältnisse, das bedeutet heutzutage 25% Arbeitslosigkeit und 50% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist skandalös. Sozialleistungen werden auf allen Ebenen gekürzt. Die Folge ist, dass Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose, nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen und viele gar kein Einkommen mehr haben. Die Löhne werden gesenkt, die Tarifautonomie ausgehebelt. Die Folgen der Krise werden vor allem von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern getragen. Folgen einer Krise, die sie nicht verursacht haben. Das ist so in Griechenland, in Portugal, in Spanien, Irland und in anderen Ländern und außerhalb der Eurozone. Trotz aller Kürzungsmaßnahmen eröffnet sich für die betroffenen Länder keine Perspektive. Die Armut wächst, soziale Spannungen nehmen zu. Es droht eine verlorene Generation. Die Zahl junger Menschen, die ihr Land, ihre Freunde und ihre Familien verlassen, wächst. In ihren Heimatländern fehlt jegliche Perspektive. Die Angriffe auf die Tarifautonomie, die Eingriffe in bestehende Tarifvereinbarungen wie der Abbau von Arbeitnehmerrechten, das sind eklatante Verletzungen der Grundrechte und nicht vereinbar mit den Werten der Union. Eine solche Verletzung der europäischen Grundsätze werden wir niemals akzeptieren. Weder in den sogenannten Krisenländern noch sonst wo. Denn diese Grundrechte sind universell. Sie gelten für alle Menschen, die in Europa leben. Für diese sozialen Grundrechte haben wir gemeinsam lange gestritten und gekämpft. Und deshalb sind die Angriffe auf soziale Grundrechte, auf die Tarifautonomie, ob in Griechenland oder Portugal, auch Angriffe auf uns. Aber es geht längst nicht nur um die Solidarität mit den Krisenländern, sondern es geht um die Weichenstellung für die Zukunft in Europa. Den aktuellen Kurs, den die Staats- und Regierungschefs Europas eingeschlagen haben, halten wir für grundlegend falsch. Ihre Hinterzimmerpolitik lehnen wir ab. Ein Europa, in dem die Wirtschaftsinteressen an erster Stelle stehen und die Demokratie und die sozialen Rechte den Unternehmerfreiheit untergeordnet werden, ist nicht das Europa der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das widerspricht der europäischen Idee und auch den Grundwerten Europas.
Eine Hegemonie des Rates und ein europäisches Parlament am Katzentisch, das sind Rezepte von gestern. Ein Europa der Zukunft lässt sich so nicht gestalten. Jedenfalls nicht mit uns. Wir als DGB setzen uns für ein demokratisches Europa ein und für uns gehört ein demokratisches und soziales Europa zusammen. Der Europäische Gewerkschaftsbund fordert deshalb einen Sozialpakt für Europa. Der Sozialpakt bündelt die zentralen Forderungen und die Vorschläge der Europäischen Gewerkschaft für eine gerechte Krisenbewältigung. Denn Europa verliert sein Gesicht, wenn das europäische Sozialmodell in der Krise geopfert wird. Und danach sieht es momentan aus. Wo sind im Rahmen die Krisenprogramme und die sogenannten Rettungsmaßnahmen, die sozialen Mindeststandards, die sicherstellen, dass die Menschen nicht ins Bodenlose abstürzen? Wo sind die europäischen Jugendrettungsschirme? Wo bleiben diese solidarischen Krisenlösungen ein echtes, ein ernst gemeintes Programm für Wachstum und Beschäftigung? Wir fordern die Staats- und Regierungschefs auf, sofort umzusteuern. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitslosen, Rentnerinnen und Rentner erwarten und verlangen zu Recht, endlich auch diejenigen zur Kasse zu bitten, die die Krise verursacht haben. Dafür streiten wir und setzen wir uns ein. Ohne faire Krisenlösung hat Europa keine Zukunft. Gemeinsam und solidarisch streiten wir deshalb für Arbeit und soziale Sicherung, gegen die soziale Spaltung Europas. Es gab Zeiten, da brauchten wir die Solidarität der anderen. Heute brauchen sie unsere. Das zeigt das nachfolgende Zitat. Die Solidarität und die soziale Entwicklung Westeuropas werden zu einem großen Teil abhängen von der Haltung der deutschen Arbeitnehmerorganisation, von ihrem Glauben, von ihrer festen Überzeugung, dass eine neue Welt aufgebaut werden muss, in dem wir alle frei sind und wirklich Solidarität herrscht, in der das Wort wirklich ist, allen für einen und einer für alle. Wir reichen ihm die Hände. Louis Meecher, Belgien, auf dem Gründungskongress des DGBs im Oktober 1949. Kolleginnen und Kollegen, alle für einen und einer für alle. Gemeinsam sind wir stärker. Europa braucht starke und geeinigte Gewerkschaften, die sich für ein besseres, ein gerechtes Europa einsetzen. Also auch für Münster fordern wir, auch gerade vom Stadtverband des DGB, mehr Solidarität im Allgemeinen. Ich danke.